Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Monatsrückblicks von eq-next.de. In diesem Format geben wir euch einen kurzen Überblick über die Highlights des letzten Monats. Mein Name ist Ashelf. Ich bin euer Host und werde in dieser Sendung von Realitor, seines Zeichens Redakteur der deutschen EverQuest Next und Landmark Seite, unterstützt. Ja, vielen Dank für deine Begrüßung. Ich freue mich natürlich sehr, heute hier zu sein. Aus der Ecke Fundsachen bei Twitter haben wir Folgendes zusammengetragen. Als erstes haben wir hier einen Tweet von Dave Georgian, welcher auf die Frage, ob man zukünftig auch Kreationen färben könnte, mit einem klaren Ja antwortet. Dabei stellt er auch schon die ein oder andere Schweinerei in Aussicht, die mit der Verwendung von Farben entstehen könnte. Colette aka Rexella hat währenddessen verkündet, dass sie eine Weinliebhaberin ist. Den nächsten nationalen Weintag hat sie sich bereits im Kalender markiert. Außerdem hat sie durchblicken lassen, dass sie eher Rotwein mag. Steve Danuser, besser bekannt als Murgard, hat bereits konkrete Pläne bezüglich seiner Geschäftsidee. Haltet also in Kürze Ausschau nach einem Gin & Juice, dem Händler für magische Lampen und Smoothies in Landmark. Und nun zu den News. Lüftung der NDA. Schon am Monatsanfang konnten wir uns über ein besonders schönes Geschenk von SOE-Präsident John Smedley freuen. Das Non-Disclosure Agreement rund um Landmark wurde aufgehoben. Endlich konnte man unbeschränkt von seinen Alpha-Erfahrungen berichten. Und seitdem finden stetig neue Landmark-Videos auf YouTube ihren Platz. Erste Schritte mit Georgian. Um die Spieler in ihren ersten Schritten in Landmark zu unterstützen, hat Dave Georgian eine Serie von kurzen Grundlagenvideos hochgeladen. Jedes Video beleuchtet dabei einen Teil der Spielmechanik, von Ressourcen abbauen über Grundstücke erwerben bis hin zum Bauen selbst. I can get some satisfaction. Am 7. Februar wurde die Serverlandschaft von Landmark um die europäischen Server Outstanding und Satisfaction erweitert. Damit verhalf man der Community zu einer deutlich besseren Anbindung und einem viel tieferen Ping. Roadmap. Was steht den Spielern und Spielerinnen von Landmark bevor? Was sind die nächsten Schritte der Entwickler? In der offiziellen Roadmap könnt ihr eine Antwort auf diese Fragen finden. Dabei ist der Plan in drei Phasen unterteilt, die sich grob auf die drei Monate Februar, März und April aufteilen. In der Phase 1 wird zum Beispiel Wert auf bessere Kommunikationsmöglichkeiten, gemeinsames Bauen und größere Welten gelegt. Eine komplette Auflistung der Roadmap findet ihr auch bei uns auf der Seite. Der Pulverisierer. Niedergang zwergischer Bergbaukunst? Community-Einbindung wird bei SOE großgeschrieben. Dies bewies das Team auch in diesem Monat, indem es die Community bei der Wahl des neuen Werkzeugdesigns mitentscheiden ließ. Aus drei Skizzen durfte man ein persönliches Lieblingsdesign wählen, welches im Spiel später natürlich noch mit eigenen Animationen und Partikeleffekten versehen wird. Eomania. In der ersten Woche war es leer, in der zweiten fand Eomania zu uns und alles ward gut. Mit der deutschsprachigen Community Managerin haben wir endlich eine direkte Verbindung zum Team von Sony Online Entertainment. Außerdem wurde uns bereits in Aussicht gestellt, ein Interview mit der werten Dame zu führen. Wir freuen uns schon drauf. Große Party auf Serenity. Let's go to the party war das Motto der dritten Landmark Live-Show, bei der Colette Murphy und Terry Michaels durch das Programm führten. Aus der harmlosen Einladung zur Taverne Last Wish Pub vom Spieler Voidlust wurde dabei ein Stresstest für Serenity, bei dem bis zu 700 Spieler in der Warteschleife anstanden. Wer es trotzdem schaffte, konnte Zeuge der ersten gewaltigen Party in Landmark werden. Die Feier reichte dabei vom Garten bis ins Dach, sogar Polonaise wurde getanzt. Selbst die Entwickler konnten mit ihrer Anwesenheit die Party nicht sprengen. Böse Jungs und Mädels kommen in den Knast. So auch die klare Botschaft von Dave Georgian als Reaktion von einigen Hacking- und Data-Mining-Aktivitäten. Er sagte, dass es in letzter Zeit viele Benutzer gab, die in harmloser, aber auch bösartiger Absicht in den Spieledateien herumgestochert haben und dass dies nicht in Ordnung sei. Er wies darauf hin, dass gegen den Missbrauch von Schwachstellen rigoros durchgegriffen wird. Ein Startgebiet, mehrere Heimatgebiete. Trotz der einstimmigen Meinung der Community, dass es unterschiedliche Startgebiete geben soll, halten die Entwickler an ihrer Position fest. Geplant ist weiterhin genau ein Startgebiet für alle. Es werden jedoch zusätzliche Bereiche ins Spiel eingepflegt, die jeweils die Geschichte und Kultur der jeweiligen Rassen in EverQuest Next darstellen. All jene Gebiete werden mit Hilfe eines Transportsystems mit dem gemeinsamen Startgebiet verknüpft. Update des Monats. Unser Update des Monats ist ganz klar die Änderung der Übersichtskarte. Man erkennt nun auf einen Blick, wo noch freie Stellen für die Platzierung eures Grundstücks vorhanden sind.
Die vereinfachte und bunte Darstellung der belegten Flächen hat deutlich zur besseren Übersicht beigetragen. Und nun zu einem besonderen Schlussteil in eigener Sache. Zuerst einmal das Community TS. Die Alpha zu EverQuest Next Landmark läuft nun schon seit langem. Viele deutschsprachige Trailblazer und Explorer machen seit den ersten Stunden die Server unsicher. Auch bei uns in der Community sind schon viele am Spielen und an einem direkten Austausch mit anderen interessiert, auch während sie gerade am Spielen sind. Daher freuen wir uns, euch mitteilen zu dürfen, dass Berogues und die Gilde Atranoctis so freundlich sind, der deutschen Community Platz auf ihrem Teamspeak-Server zu gewähren. Kommt doch auch unter ts3.atra-noctis.de /9900 vorbei. Kein Passwort vonnöten. Landmark Leitfaden. Kein Durchblick über die Informationen von Landmark und ihr habt noch keine Möglichkeit, selbst einen Blick auf die Alpha werfen zu können? Dann könnte euch der Landmark Leitfaden interessieren. Dieser Leitfaden ist eine Sammlung von einzelnen Informationshäppchen, welche wir in den vergangenen Wochen und Monaten gesammelt haben. Mit dem Wegfall der NDA können wir parallel zur Entwicklung von Landmark die Beiträge mit Text, Bild und Video vervollständigen. In Kürze könnt ihr auch jeden Beitrag kommentieren und eigene Inhalte als Ergänzung anbieten. Das Videoprojekt. Die Partnerschaft von Sepp-Studios mit eco-next.de ist inzwischen nichts Neues mehr. Wir möchten uns für euer Interesse in unseren Videos bedanken und freuen uns darauf, euch auch weiterhin mit spannendem Material zu versorgen. Wir wünschen euch einen spannenden März und viel Spaß in EverQuest Next Landmark.